Heute ist die Handkommunion praktisch zu fast 100%, zumindest in den deutschsprachigen Gebieten, verbreitet. Die Handkommunion habe ich von Anfang an als ein Unheil betrachtet. Ich habe eine Schrift geschrieben, wo ich über die Einführung der Handkommunion gehandelt habe, gezeigt habe, dass sie aus Holland kommt, wo der Glaube an das eucharistische Opfersakrament weitgehend zusammengebrochen ist. Ich habe aufgezeigt, dass sie im Ungehorsam eingeführt wurde und dass sie dem Papst abgetrotzt wurde, vor allem durch Döpfner. Warum habe ich gegen die Handkommunion Stellung genommen? Weil sie die Ehrfurcht, die dem eucharistischen Sakrament geschuldet ist, beeinträchtigt. Es ist etwas anderes, ob ich etwas in die Hand nehmen kann oder ob ich es nicht in die Hand nehmen kann. Die Zunge ist nicht würdiger als die Hand, aber der Empfang in die Zunge ist ehrfürchtiger als der Empfang in die Hand. Es geht also nicht um ein Problem der Würdigkeit, sondern es geht um ein Problem der Ehrfurcht. Und die Ehrfurcht, die mit Niederknien, mit Öffnen des Mundes bezeigt wird, ist eben bei der Mundkommunion erheblich stärker. Und das ist auch der Grund, warum der Heilige Vater, soweit es in seinen Kräften steht, die Mundkommunion befördern will. Können Sie die historische Einführung der Handkommunion noch einmal beschreiben? Ich sagte schon, die Handkommunion wurde zuerst in den Niederlanden praktiziert. Und das ist kein Zufall. Denn die Niederlande haben eine starke kalvinistische Bevölkerung. Die Kalvinisten haben die Abendmahlsgabe in die Hand genommen, immer schon. Das können Sie auch in kalvinistischen, protestantischen Gemeinden Deutschlands beobachten. Die Kalvinisten nehmen das Abendmahl in die Hand. Das hat auf die Katholiken in Holland abgefärbt. In Holland ist ja die Transsubstantiation, also die Wesensverwandlung, ersetzt worden durch die Transfinalisation. Man hat also gesagt, bei der Wandlung ändert sich nichts, sondern es wird nur eine neue Bedeutung dem Brot gegeben. Man hat dann den Vergleich angeführt, ein Stück Tuch. Wenn man ein Stück Tuch in einer bestimmten Weise gestaltet, wird es zu einer Fahne, aber es bleibt ein Stück Tuch. Das ist die Wurzel der Handkommunion in Holland gewesen. Und da Holland ja nahe an Deutschland liegt, ist diese Bewegung übergeschwappt nach Deutschland. Es haben Geistliche angefangen, diese Weise der Kommunionsspendung zu praktizieren. Ich erinnere mich, wie in München Geistliche den Kardinal Döpfner gefragt haben, wie lange sollen wir noch diese Babyspeisung beibehalten? Worauf er geantwortet hat, ihr braucht euch nicht mehr daran zu halten. Die wurde also faktisch eingeführt und von Döpfner, der ja damals Vorsitzender der Bischofskonferenz war, in Rom durchgesetzt bei Paul VI., der sich höchst widerwillig dazu bereit erklärt hat und die Verantwortung den Bischöfen aufladen wollte. Aber indem er die Erlaubnis dazu gab, hat er sich auch damit verantwortlich gemacht. Und so ist eben die Handkommunion von einem Land ins andere übergeschwappt. Sogar in Italien wurde sie eingeführt. Und jetzt haben wir diese Misere, dass die Leute zum Kommunionempfang antreten, wie früher zum Empfang von Kinokarten.